Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde Salvete Spectatoris, zu einem weiteren Teil von Let's Play. Wir sind, oder eigentlich ja noch so ein bisschen in der Review, ne? Total War Arena, mit mir, dem Tante Günner, auch bekannt als Günther Shadow. Und ich bin zurück noch einmal mit meinen Steinschleuderern. Auch wieder auf der gleichen Map. Und wir wollten jetzt hier den Watchtower rushen. Und hoffentlich kriegen wir das hin. Ich habe jetzt gerade schon mal die flinken Schuhe ausgepackt. Und werde als erstes mal auf die heißen Tonsteine gehen. Das hat den großen Vorteil, dass sie mehr Schaden machen bei der gleichen Reichweite. Sollen wir mal kurz gucken. Ach, da steht jetzt auch gar nichts drin, dummerweise. Naja, also ich werde jetzt hier, bin ja jetzt ein bisschen schlauer geworden aus meinem letzten Fehlversuch. Meine Einheiten schon mal hier drüben platzieren. Hier in den Wald. So, wir gucken. Und okay, keine Einheiten hier. Krass. Dann können wir vorrücken. Dann können wir noch ein bisschen vorrücken. Noch ein bisschen vorrücken. Und klappt das noch mit einem Schuss? Es geht, ja. Ihr seht also, wir machen Damage. Schade. So, ich bleib mal hier stehen. Hier kommen die nächsten. Wir sollten uns natürlich hier so ein bisschen auseinanderstellen, dass wir nicht so komplett kompakt stehen. Will ich hier? Ne, will ich noch nicht. Moment, doch, ich will. Hier. Mal gucken, ob wir die treffen. Ja, nice. Da ist noch ein zweiter Schuss drin. Der trifft, der geht leider daneben. Schade, das wäre so cool gewesen. Okay, ich gehe noch ein bisschen näher. Schade. Schade, schade, schade. Okay, ich muss jetzt hier unten auf Sicht warten. Ich bewege mich also hier momentan auch genau an der Grenze. Ich muss warten, bis die Infanterie vorgerückt ist. So, eine Einheit hier hoch. Vielleicht sehe ich da mehr. Wenn ich Pech habe, werde ich schon direkt attackiert. Weil er halt hinten den Watchtower hält. Aber es könnte auch sein, dass ich da ein bisschen mehr Sichtweite kriege. Ich riskiere es auf jeden Fall mal. Gut, das schaffen wir hier. Das schaffen wir hier auch. Sehr schön. Glory awaits. Gut. Vor allen Dingen auf die flüchtenden Einheiten wollen wir ja jetzt natürlich schießen. Oh fuck. Da sind sie. Nochmal schießen. Schnell. Jetzt aber, komm. Oh, fuck. Oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck.
Moment, hä? What? 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 Das geht natürlich nicht. Da muss ich defensiver spielen. Was ist da noch drin? Nicht mehr viel jedenfalls, okay. Ja, ich muss hier warten. Ich muss auf den Infanterie-Support warten. Und der Ross sollte jetzt aufhören mit dem Friendly Fire. Das ist keine gute Sache. Aber ihr seht also, wie stark die sein können. Okay, er haut jetzt ab. Jetzt in den Rücken reinschießen natürlich. Sehr gut. Godhood is given unto me. Ich schaue mal gerade, sieht gut aus, soweit. Es kann sein, dass sie jetzt einen Basecap versuchen bei uns. Wäre nicht das Schlimmste. Wir versuchen hier noch ein paar Kills zu machen, auf jeden Fall. Oh fuck. Muss mit dem Friendly Fire aufpassen. Das will ich natürlich nicht. Ich sag auch direkt hier, sorry for Friendly Fire. Missile Infantry at your command. My destiny waits for no one. By your command. For honor. Okay, stopp. Da kann ich jetzt nicht mehr reinschießen. Was ich aber machen kann, ist mit meinen Einheiten hier auf der Seite vorbei. Ohne dass ich da jetzt an seinen Einheiten hängen bleibe. Das wäre schon sehr gut. Das ist nämlich noch so ein bisschen das Problem, wenn man hier an so einer Einheit vorbeiläuft, dann bleibt man ganz leicht kleben. Und das will man natürlich gerne vermeiden. Okay, das hier sieht bitter aus. Ich glaube, wir können schon so langsam Richtung Capzone laufen. Vielleicht schaffen wir den noch einen. Ich weiß jetzt nicht, ob wir da noch einmal werfen konnten. Auf jeden Fall versuchen wir es jetzt auch hier. Und wir machen es wirklich so. So, und jetzt versuchen wir den hier natürlich auszumanövrieren. Vor allen Dingen schön in den Rücken schießen. Das sind die guten Kills, die wir machen können. Scheiße, ich erwische ein paar eigene Einheiten. Das ist natürlich nicht gut. Wir müssen jetzt hier drüben versuchen, noch ein paar Kills zu machen. Die Bogenschützen, die sollten wir versuchen zu kriegen. Oh, Moment, da kommen noch ein paar Speerträger. Okay, vor. Will nicht zu viel auf die eigenen Einheiten schießen, so jetzt versuchen wir hier aus der Nähe. Das reicht, glaube ich, schon. Jetzt sind die Plänkler dran. Ja, die gehen so schnell runter. Das ist halt so fies. Okay, wer schießt auf mich? Ich glaube, das sind meine eigenen Einheiten. Ach, das ist der Typ mit der Artillerie vor mir, der auf mich schießt, ne? Glaubt ihr es? Hallo? Bewegst du dich nochmal? Ja, wenn wir Glück haben, dann hatte der andere ganz viele AFK-Einheiten, so wie es aussieht, und hat tatsächlich so mehr oder weniger in der Base gecampt, also jetzt aber unfreiwillig, ne? Schauen wir nochmal gerade, 3600 Kills, das ist schon ordentlich. Ich habe mal gehört, der Rekord von Hugo Tester liegt bei über 10.000. Das ist jetzt natürlich fies. Jetzt können wir hier die Kills machen, ne? Glory awaits. Loose!
Wenn es jetzt noch hier so ein schneller Nachladen-Skill gäbe, das wäre halt ziemlich über, ne? Schön. Das war ordentlich. Also wir haben auf jeden Fall die meisten Kills gemacht in dem Team, würde ich sagen. Schade, das GG konnten wir nicht mehr hinterher schicken. Ja, aber ich glaube, ich konnte noch mal ganz gut zeigen, wie mächtig diese Schleuderer sein können. Und ihr seht, also wir haben auch wahnsinnig viele Punkte gekriegt. Und das ist schon so eine richtige Geldmaschine, ne? Das kann man schon sagen, ne? Ich schalte auch hier die Sachen direkt frei. Was bringt das da? Noch mehr Schilde? Noch mehr Range? Ja klar. Aber hallo, natürlich mehr Range. Soll ich hier auch für die Commander XP kaufen? Es gibt nochmal Genauigkeit und Schaden dazu, ne? Tja, Alexander, was machen wir mit dir? Oder sollen wir noch... Na, einen höheren Level brauche ich jetzt erstmal eh noch nicht, ne? Ich könnte aber mal hier gerade so einen rausnehmen und eine Kavallerieeinheit dafür reinpacken. Könnte ich mal gerade schauen, kann ich hier irgendwas... Ja, dafür sollten wir auch noch ein paar Pünktchen sparen. Ach, guck mal da, der braucht ja nur einen klitzekleinen Kill zu machen. Naja, okay, Leute, gut, das wollte ich nur gezeigt haben, ne? Ich würde sagen, also ihr habt es gesehen, wie stark man mit den Schleuderern spielen kann. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Part wieder. Und dann sage ich, mach's gut, bis bald. Und dann Pax Vobiscum, Valete.